Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Format, das liebt ihr auf diesem Kanal. Das sehe ich immer wieder an den Kommentaren und den Aufrufzahlen, nämlich den Rankings. Und diese Woche sprechen wir hier an dieser Stelle mal über einen der ganz, ganz Großen der Filmindustrie, nämlich Steven Spielberg. Der Meisterregisseur hat uns wahnsinnig viele gute Filme geschenkt, von denen ich euch hier im Ranking natürlich alle zeigen werde. Zumindest seine wichtigsten Filme. Ich habe wie immer nicht alles drin, denn ich finde die Sachen, die ich ausgesucht habe, die zeigen seine Entwicklung als Regisseur auch ziemlich gut. Und das tut auch ein Film, den ich euch an dieser Stelle gerne empfehlen möchte, der diese Woche aber schon im Kino startet. Und deswegen blende ich hier mal kurz das kleine Wörtchen Werbung ein, denn ich wurde von Universal Pictures gefragt, sag mal, David, hast du nicht Lust, The Fabelmans zu bewerben? Und ich dachte so, ja, na, selbstverständlich möchte ich über seinen neuesten Film gerne sprechen an dieser Stelle. Aber der findet sich nicht im Ranking, denn ich trenne hier immer Werbung und Bewertung. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle einfach nur sagen, was euch erwartet. Denn das ist ein Film, der ist mal so ganz anders als seine früheren Werke. Hier gibt es keine Alien-Landungen, keine großen Explosionen und auch keine Dinosaurier, die wieder auf die Erde zurückkehren, sondern es zeichnet die Geschichte seines eigenen Lebens. Wie hat sich bei ihm eigentlich die Liebe zum Film entwickelt? The Fabelmans erzählt nebenbei aber auch noch eine andere Geschichte, nämlich die aus seinem Privatleben. Seine Werke und sein Schaffen sind nämlich größtenteils auch geprägt von seinem Familienleben, vor allen Dingen von seinem Vater und seiner Mutter und den Zwistigkeiten, die dazwischen auch entstanden sind. Und ich habe in den letzten Tagen tatsächlich für dieses Ranking einige seiner älteren Filme nachgeholt. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass ich viele Filme von ihm mit dem Wissen, das man aus The Fabelmans mitnimmt, nochmal ganz anders gucken, weil man nochmal mehr versteht, wo kommt Steven Spielberg her. Man erkennt Motive in E.T. Da geht es zwar auch um einen Außerirdischen, aber auch um eine zerrüttete Familie und einen Jungen, der eigentlich keine Freunde hat. Und so zieht sich das durch seine Karriere durch, dass er immer wieder auf Motive zurückgegriffen hat aus seiner Kindheit. Und The Fabelmans zeigt euch jetzt als Langspielfilm, wie ist es dazu eigentlich gekommen. Und das ist richtig gut gemacht, mit richtig tollen Schauspielern und einer Szene ganz am Ende, bei der ich so laut gelacht habe, wie schon lange nicht mehr. Deswegen empfehle ich euch The Fabelmans ab dieser Woche im Kino. Wenn ihr den gesehen habt, einfach nochmal dieses Ranking gucken, dann seht ihr das Ganze mit anderen Augen. Jetzt geht es erstmal los mit seinen schlechtesten und besten Filmen. Wobei, hat er überhaupt schlechte Filme gemacht? Ah ja, hat er leider. Du musst dich nicht einsam fühlen. Ich bin ja da. Hör mal, ich nenne dich Joey. Eine der wenigen Schwächen an der Arbeit von Steven Spielberg, die ich in seiner Filmografie ausmachen konnte, ist sein Hang zur Sentimentalität. Und zwar zur Übersentimentalität. Es gibt immer wieder starke Momente in seinen Filmen, bei denen er dann immer noch einen draufsetzt und mehr an der Schraube dreht, weil er den Zuschauer emotional manipulieren möchte. In der Regel, und das gilt eigentlich für fast jeden seiner Filme, fängt er sich dann irgendwann wieder und die typischen Spielberg-Mechanismen greifen wieder. Die Ausnahme von der Regel gibt es aber auch und die heißt Gefährten bzw. Warhorse im Original, ein Film, in dem ein Mann und ein Pferd eine richtig tolle Freundschaft eingehen, bis dann plötzlich der Erste Weltkrieg ausbricht und man möchte sich dabei ein bisschen übergeben, denn das hier ist für weite Strecken wirklich grauenerregend schmalzig. Bis man dann überhaupt erstmal im Krieg angekommen ist, vergehen 50 Minuten. Bis dahin wirkt das hier wie ein abgefilmter Leserbrief aus dem Wendy-Magazin. Und die menschlichen Charaktere, die bleiben gleich völlig blass. Das Pferd kann nur leider nicht reden, weshalb hier am Ende niemand wirklich eine Charakterzeichnung bekommt. Das ist ein Film, der will beim Publikum wahnsinnig viel Empathie evozieren und ich finde, das verdient er sich zu keiner Sekunde. Stoppi, sieh dir das an. Die Einhorn. Das ist ein ganz besonderes Exemplar. Das schönste Schiff, das je die sieben Weltmeere durchkreuzt hat. Für viele wird dieser Platz wahrscheinlich überraschend wirken, aber ich saß damals im Kino bei Tim und Struppi und konnte meinen Augen fast nicht trauen. Denn obwohl hier wahnsinnig viel auf der Leinwand passiert und die Effekte tatsächlich für damalige Verhältnisse richtig gut waren, hat mich das zu keinem Zeitpunkt berührt. Das mag vielleicht nur mir und einigen wenigen anderen so gegangen sein, aber ich fand es wirklich erstaunlich, wie man es geschafft hat, eine so beliebte Comicvorlage in ein so seelenloses Produkt zu zwängen. Für Steven Spielberg war das dennoch ein Meilenstein, weil er hier zum ersten Mal auch mit Animation herumgespielt hat. Hier ist der Versuch für meinen Geschmack völlig nach hinten losgegangen und auch wenn das Ding zwar Fans haben mag, haben die Macher irgendwann selbst den Glauben daran verloren. Das war hier eigentlich mal als Reihe geplant. Peter Jackson sollte den nächsten Teil inszenieren. Davon hat man aber nichts mehr gesehen, denn außer laut und ganz bunt
ist hier nicht viel mehr gewesen. Diese Männer aus dem Süden kommen mit einem Friedensangebot. Die Abschaffung der Sklaverei besiegelt das Schicksal von Millionen, die heute Leibeigene sind. Das ist immer so ein bisschen die Krux an diesen Rankings, weil ich mich hier ja dafür entschieden habe, nicht chronologisch vorzugehen, sondern nach der Qualität der Filme. Und eigentlich wäre Lincoln ein schönes Fallbeispiel, wie sich die Karriere von Steven Spielberg verändert hat, der am Anfang großes Spektakel inszeniert hat und dann irgendwann zu diesen schweren Themen, zu diesen Dramen gewechselt ist. Und Lincoln ist wie abgefilmte Geschichtsstunde. Und ich muss da gleich mein Geständnis abgeben. Ich bin früher im Geschichtsunterricht regelmäßig eingeschlafen. Das ist nicht ohne Grund mein schlechtestes Fach gewesen, tatsächlich vor Mathe, vor allen anderen Sachen. Und als ich Lincoln geguckt habe, habe ich mich genau daran, an diese alten Tage erinnert gefühlt, als ich da eingeschlafen bin, während da vorne jemand was von einer Dolchstoßlegende erzählt hat. Hier sieht man im Grunde ausschließlich für fast 3 Stunden alte Männer, die in Räumen sitzen und sich Gesetzesparagraphen an den Kopf werfen. Und das ist so staubtrocken, dass ich kaum den Hals herunterbekommen habe. Lincoln ist natürlich trotzdem ein faszinierender Film, weil er über eine faszinierende Figur erzählt und gleich mehrere faszinierende Schauspielleistungen birgt. Aber das sind dann auch schon die wenigen guten Qualitäten, die ich hier finden konnte. Das ist natürlich einer von diesen großen Oscar-Bait-Filmen, die Spielberg immer wieder gemacht hat. Der hat bei mir aber leider überhaupt nicht funktioniert. Aber dann kommen wir doch mal zum Anfang seiner Karriere, nämlich seinem ersten Film zu Duell. Ein Film, den er eigentlich fürs Fernsehen gedreht hat, der aber so erfolgreich da war und so viel Aufmerksamkeit generiert hat, dass er hinterher nochmal ins Kino gehievt wurde. Duell erzählt von einem Autofahrer, der einfach von A nach B fährt, bis ihm dann plötzlich ein Truckfahrer entgegenkommt und die beiden bekriegen sich dann auf der Straße. Das ist ein Psychoduell, ein Thriller, wie er im Buche steht, für 1971 und das Fernsehen war das hoch beeindruckend. Vor allen Dingen, weil man hier schon gesehen hat, dass der junge Steven Spielberg Qualitäten besaß, die es in Hollywood gar nicht so häufig gab. Ich finde, der Film hat trotzdem seine Schwächen, weil ehrlich gesagt wird nicht viel geredet, die Charaktere bekommen gar keinen Hintergrund und dadurch bleibt es oft nicht mehr als eine gut gefilmte Hetzjagd. Aber als Showcase dafür, wie der junge Steven Spielberg mal angefangen hat, finde ich das hier ehrlich gesagt ganz schön interessant. 1985 wurde es übrigens zum allerersten Mal ernst bei Steven Spielberg. Damals hat er zum ersten Mal ein Thema aufgegriffen, das so ganz anders war als die Filme zuvor. Hier hat er plötzlich eine Geschichte über schwarze Frauen, über Rassendiskriminierung und Unmenschlichkeiten untereinander erzählt und man merkte ehrlich gesagt ein bisschen, dass ihm zu diesem Zeitpunkt noch das Händchen für diese Stoffe gefehlt hat, weil dieser Film ganz seltsam zwischen den Stühlen steht. Der wird auf der einen Seite von so einer ganz schweren Opfermentalität getragen, auf der anderen Seite ist er aber von der gewohnten Leichtfüßigkeit von Spielberg durchzogen. Das macht sich in der Musik bemerkbar, das macht sich in Szenen bemerkbar, die immer wieder komödiantische Elemente hatten und beides passt hier gar nicht zusammen. Dafür ist dieser Film letzten Endes viel zu unrund und auch leider viel zu lang, auch wenn die Schauspielleistungen durchweg toll sind. Und dieser Stoff hatte mit Dinosauriern zu tun, die zum Leben erweckt werden. Die hatten sich hier am Buch von Michael Crichton bedient und dafür revolutionäre Effekte erfunden. Ursprünglich sollte Jurassic Park noch mit Stop-Motion gemacht werden. Dann haben sie sich aber umentschieden und wir wissen heute, das hat die Filmgeschichte für immer verändert. Diese Dinosaurier hatte niemand zuvor gesehen und ich erinnere mich noch, ich war damals gerade 12, als der 1993 in die Kinos kam und ich kam mit einer ganzen Gruppe von Leuten raus und alle waren so, boah, sowas habe ich noch nie gesehen und ich, der schon damals offenbar anders war als die anderen, stand da und dachte, nee. Mir hat der ehrlich gesagt nicht so gefallen. So, und das ist eine der Sachen, die mich immer begleiten werden als Filmkritiker. Wann immer ich sage, dass ich Jurassic Park eher so meh finde, da kriege ich eine Shitwand an den Kopf, man glaubt es kaum. Und ich muss sagen, das ist wohl manchmal so. Es gibt diese Filme, die mögen alle und du bist dieser eine, der sagt so, hat mit mir nichts gemacht. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich mit Dinosauriern nie was anfangen konnte. Ich bin eher immer so der Roboter und Weltraum und Science-Fiction-Typ gewesen. Dinos, das hat mit mir nichts gemacht. Auch wenn der Film natürlich spannende Momente hatte und ikonische Szenen. Aber ich finde sogar, dass der zweite Teil, den viele nicht mögen, Vergessene Welt, der hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, sage ich, wir kommen mal zum nächsten Film. In einer Zeit, in der wir Menschen davon abhängig geworden sind, dass Roboter all unsere Bedürfnisse befriedigen.
AI, Artificial Intelligence, ist ein Film, der wirkt fast ein bisschen schizophren, als hätten ihn zwei unterschiedliche Regisseure erdacht. Die erste Hälfte ist noch typische Spielberg-Magie. Es geht um einen Jungen, der nicht erwachsen werden will. Auch so eine Geschichte, die Spielberg immer wieder aufgreift. Dann gibt es wieder das Spektakel, diese faszinierend gezeichnete Zukunft. Und dann wird der Film aber irgendwann extrem verkopft und endet sogar auf eine Art und Weise, die erinnert an Kubricks 2001. Und das kommt nicht ungefähr, denn dieser Film war ursprünglich mal ein Film, der von Stanley Kubrick konzipiert wurde. Spielberg hat dann nach seinem Tod die Dreharbeiten nur übernommen. Und ich finde, das ist ein gleichermaßen faszinierender wie schräger Ansatz. Der Film guckt sich dadurch auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ich muss gestehen, ich habe den ein paar Jahre jetzt nicht gesehen. Ich habe den aber als sehr gut im Kopf. Und ich glaube, gerade, ich habe jetzt erst ein Video über künstliche Intelligenzen gemacht, der ist vielleicht so aktuell wie schon lange nicht mehr. Sie wurden von einer Brigg der Küstenwache vor Long Island aufgebracht. Die Anklage wird vermutlich auf Mord lauten. Wir erheben als Bürgerlohn auf hoher See Anspruch auf das spanische Schiff La Amistad und seine gesamte Fracht. In der Mitte der 90er, begonnen mit einem anderen Film, den wir später noch haben, begann diese Phase von Steven Spielberg, wo er sich langsam verabschiedete von diesen fantasievollen Welten, von diesen Geschichten, die auf seine Jugend zurückgingen, und plötzlich wollte er schwere Sachen erzählen. Ich muss sagen, bei Amistad funktioniert das tatsächlich für mich auch sehr gut. Hier geht es um ein Sklavenschiff, bei dem die Sklaven dann irgendwann meutern und ihre weißen Peiniger umbringen. Und daraus entspinnt sich dann ein Gerichtsprozess, der die Sklavenfrage in den USA als Ganzes aufmacht. Das ist gespickt von fantastischen Schauspielleistungen, hauptsächlich von Anthony Hopkins, den ich immer gucken kann und der hier wirklich wieder fantastisch ist. Und Jimon Hunsu, der hier mit diesem Film seinen großen Durchbruch hatte. Spielberg schlägt auch hier wieder, was die Sentimentalität angeht, ein bisschen über die Stränge. Und diese White Savior-Geschichten, die haben natürlich auch immer so ein Geschmäckle, aber der Film funktioniert trotzdem, wie ich finde, ziemlich gut. Über Krieg der Welten habe ich hier an dieser Stelle schon mal gesprochen in dem Video über die Geheimtipps, die ich auf DVD habe. Nun ist Krieg der Welten kein Geheimtipp, aber es ist ein Film, bei dem ich häufig höre, der gefällt den Leuten nicht. Hauptsächlich wegen dem Twist am Ende, den ich persönlich genial finde. Und die Entscheidung von Spielberg, diesen Invasionsfilm mal anders zu erzählen, indem man den Blick von der eigentlichen Invasion wegdreht auf eine Familie und zeigt, was würde denn eigentlich passieren zwischenmenschlich? Was macht man eigentlich als Familie, wenn plötzlich Aliens auf der Erde landen und alle in Staub verwandeln. This is nuts. Wenn wir über UFO-Landungen sprechen, dann kommt hier noch ein bisschen was. Und einer seiner wichtigsten Filme war natürlich sein zweiter großer Blockbuster. Nach Der Weiße Hai kam Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Und auch das ist ein interessanter Genre-Mix. Denn der Anfang von Unheimliche Begegnung ist tatsächlich noch genau das, was der Titel sagt, nämlich unheimlich. Das erinnert von der Gangart fast ein bisschen an das, was Poltergeist später gemacht hat, der ja angeblich auch von Spielberg inszeniert wurde, weil da immer wieder sich Horrorelemente hineinmischen. Das ist hier natürlich ein großer Meilenstein des Kinos, der, wie ich finde, noch ein bisschen unrund ist. Aber er hat für Steven Spielberg auch die Tür nach Hollywood geöffnet. Hiernach war er dann der Mann, er hat Budgets hinterhergeworfen bekommen, da konnten andere nur von träumen. Und mit diesen Geldern hat er dann Filme gemacht. Zu denen kommen wir jetzt. Das ist die Oasis. Ein komplett virtuelles Universum. Man kann alles machen. Man kann überall hin. Mit Ready Player One greife ich aber erstmal noch ein bisschen voraus. Denn dieser Film kam an einem Zeitpunkt, wo ich fast schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, dass Steven Spielberg überhaupt noch Interesse hat, solche Filme zu machen. Dazwischen hatte er so Sachen wie Terminal, wie Lincoln, wie Catch Me If You Can gemacht. Also Filme, die überhaupt nichts mehr mit diesem Spektakel zu tun hatten. Und dann war Ready Player One da plötzlich ein Film, der uns in virtuelle Welten geschmissen hat, in dem es aber auch nostalgische Referenzen an sowas wie Shining gab. Natürlich ist es ein Film, der auch so ein bisschen an dieser Grenze zur Fanfiction schrammt, aber das ist das Buch auch schon gewesen. Ich fand es damals toll, dass Spielberg das noch kann und würde mich freuen, wenn er mal wieder mehr solche Sachen machen würde, denn das hier funktioniert wie alle seine Filme mit einer emotionalen Komponente, aber das große Brimborium, das funktioniert wie bei sonst keinem in Hollywood. Langsam voraus. Das kann ich auch langsam voraus. Kommen Sie doch mal und ködern diese Scheiße.
1975 wurde der Blockbuster geboren, und zwar von diesem Film. Alle Leute wollten den weißen Hai im Kino sehen. Und natürlich könnte man sich fragen, warum eigentlich? Denn verglichen mit vielen anderen Monsterfilmen der damaligen Zeit hat der weiße Hai zumindest thematisch das Rad nicht neu erfunden. Aber die Machart von der weiße Hai, das war was völlig Neues. Steven Spielberg hatte damals auch kein gigantisches Budget, aber er war immer schon jemand, der ein bisschen mehr wollte als alle anderen. Deswegen hat er die Kamera anders platziert. Er hat die Suspense, also die Spannungsmomente, cleverer zugespitzt. Und er ist derjenige gewesen, der zusammen mit John Williams sich darauf geeinigt hat, dass einfach nur zwei Noten, sind es zwei Noten? Ich war auch im Musikunterricht leider sehr schlecht, dafür sorgen, dass hier eine Atmosphäre entsteht, die es im Kino viel zu selten gab. Für mich fehlte zum Meisterwerk aber immer noch ein bisschen was, weil es für mich dann doch zu sehr klassischer Monsterfilm war. Karl, wir erwischen dich sowieso. Ist wie in Vegas. Am Ende gewinnt immer die Bank. Hier fliegt irgend so ein Spinner rum, der so tut, als wäre er Pilot, der James Bond der Lüfte. Hallo, Pussy. Catch Me If You Can erzählt eine Geschichte, die ist so irre, die kann man eigentlich gar nicht glauben, wenn man nicht wüsste, dass sie wahr ist. Oder ist sie es vielleicht doch nicht? Frank Abagnale ist einer der größten Betrüger der USA gewesen. Und wahrscheinlich oder vielleicht sogar vermutlich ist auch die Geschichte, die er für diesen Film erzählt hat, nicht so ganz korrekt. Aber das macht diesen Film eigentlich fast noch besser. Der mit einer Leichtfüßigkeit aufspielt, die vorher nur die alten Hollywood-Klassiker hatten. Ich habe neulich mal gelesen, dass Catch Me If You Can der Film ist, bei dem Spielberg am nächsten daran gekommen ist, was normalerweise Martin Scorsese machte. Und das ist wahrscheinlich das größte Lob, was man diesem Film geben kann. Der Film behält dabei aber immer noch die Essenz von Steven Spielberg und trumpft mit einem bestens gelaunten Leonardo DiCaprio und Tom Hanks auf und hat sich da ganz heimlich in meine Top 10 von Spielberg hineingeschraubt. Ein 11 palästinensische Namen. Alle waren an der Planung von München beteiligt. Sie werden sie umbringen. Einen nach dem anderen. Wenn man sich die Filmografie von Steven Spielberg anguckt, dann fällt auf, der hat wirklich alles gemacht. Von Aliens über Dinosaurier bis hin zu Kriegsfilmen und Animationen. Der hat alle Genres bedient. Was er aber seit Duell, also dem Anfang seiner Karriere, nicht mehr gemacht hatte, war sich an einen waschechten Thriller heranzuwagen. Und bei München hat er sich gleich das schwerste Thema ausgesucht, nämlich Politthriller, die auf der einen Seite natürlich eine historische Brisanz besitzen, auf der anderen spannend sein müssen und im Optimalfall auch noch die menschliche Komponente im Blick behalten. Und was soll ich sagen, München kriegt das alles perfekt austariert hin. Das hier ist ein brillant gespielter Film, der immer wieder Momente hat, bei denen sich selbst Alfred Hitchcock die Finger lecken würde. Der Film erzählt von Rache, stellt sie aber gleichzeitig auch in Frage und wirkt dabei so nüchtern, so roh, dass man meinen könnte, hier ein reales Zeitzeugnis zu sehen. Es ist aber zu weiten Teilen fiktiv und das, finde ich, ist ein großes Lob für diesen Film, der von den Anschlägen auf die Olympischen Spiele 72 und der nachfolgenden Rache des Mossad erzählt. Es gibt wenige Filme in der Vita von Spielberg, die so genau aufzeigen, warum der Mann so groß geworden ist wie Minority Report. Ein Film, der gleichzeitig eine wahnsinnig spannende Ausgangsidee auftischt von einer Zukunft, in der man Verbrechen verhindern kann, bevor sie passieren. Und das aber noch mit einer Zukunftsvision verbindet, die ich wahnsinnig realistisch fand. Viele Elemente, die hier passieren, könnten so auch irgendwann bei uns passieren. Diese Retina-Scanner am Bahnhof, sowas wird es wahrscheinlich auch bei uns irgendwann mal geben. Das liegt auch daran, dass Spielberg sich wirklich gut auf diesen Film vorbereitet hat und gemeinsam mit Theoretikern und Wissenschaftlern diese Zukunft erdacht hat. Dazwischen treibt er immer wieder die Spannung auf den Siedepunkt, zum Beispiel bei der Szene mit den Spinnenrobotern. Da muss ich jedes Mal den Atem anhalten, das ist der absolute Wahnsinn. Ein ganz, ganz starker Film, der immer wieder twistet und turnt und dabei großes Spektakel bietet. Pure Spielberg-Magie. Stand out of your weapons. Keep those actions clear. I'll see you on the beach. Ich weiß noch, wie ich 1999 im Kino saß und mir das Herz bis zum Hals geschlagen hat, als ich Der Soldat James Ryan und vor allem die Anfangssequenz gesehen habe. So habe ich Krieg noch nie gesehen. So hat Krieg eigentlich auch fast niemand gesehen, der nicht selber im Krieg gewesen ist. Das hier war roh, dreckig, blutig und hat gerade am Anfang überhaupt nichts von dem gehabt, was die meisten anderen amerikanischen Kriegsfilme hatten, die ja dann doch immer ein sehr glorifiziertes, sehr heroisches Bild vom Krieg zeichnen. Leider driftet der Film dann relativ schnell in seine eigentliche Handlung ab, nämlich die Rettung von James Ryan. Und hier kommt sie wieder rein, die Übersentimentalität von Steven Spielberg. Diese Geschichte ist absoluter Blödsinn, die hat mir gar nicht gefallen und deswegen zerfällt dieser Film immer wieder. Und dann in den Kriegsszenen denke ich jedes Mal, Wahnsinn, was die hier für Bilder zeichnen. Das ist so ein bedrückender Film, der dann so einen Schmonz nebenbei erzählt. Dennoch ist das einer von denen, die ich nie vergessen werde, vor allen Dingen für dieses erste Kinoerlebnis. Ich blende einfach immer so ein bisschen aus, dass da auch noch dieser James Ryan rumspringt.
Laut Gesetz, mein Herr, muss ich darauf hinweisen, dass ich Jude bin. Tja, und ich bin Deutscher. So viel dazu. Ich weiß nicht, ob es euch wie mir geht. Ich habe diesen Film damals im, ich glaube, Geschichtsunterricht haben wir den geschaut oder im Ethikunterricht. Und damals, weiß ich noch, war mir dieser Film zu schwermütig. Den Namen Spielberg hatte ich mit ganz anderen Filmen in Verbindung gebracht. Nach Die Farbe Lila zeigte er aber hier, dass dieser Reifeprozess als Regisseur abgeschlossen ist. Schindlers Liste ist genau der Film, der er sein soll. Ein tief bedrückendes Werk, das vor allen Dingen auch künstlerisch ganz anders ist als seine Werke zuvor. Hier stellt er das Spektakel mal komplett hinten an und lässt die Figuren und die Momente wirken, als hätte jemand die Kamera aufgestellt in einem dieser Konzentrationslager und drauf losgefilmt. Das ist gleichermaßen die große Stärke dieses Films und auf der anderen Seite aber auch ein Punkt, der es schwer macht, Schindlers Liste zu ertragen. Ein Film, der tief in die Magengrube gehauen hat und zu Recht mit Oscars überschwemmt wurde. Hier hat er den ersten Regie-Oscar bekommen und das, wie ich finde, völlig zu Recht. An diese Qualität ist er aber nie wieder rangekommen, wie ich finde. Elliot. Ich habe lange überlegt, welcher Film auf Platz 1 landet. Dieser Film hier ist zumindest einer, der mich irre geprägt hat, denn es ist einer der ersten Filme gewesen, die ich im Kino gesehen habe. E.T., der Außerirdische, hat mich total angesprochen. Als kleiner Junge habe ich mich auch oft einsam gefühlt und habe mir einen Freund gewünscht, der vielleicht sogar aus dem Weltall kommen könnte. Und diese Fantasie spielt Spielberg hier durch und hat damit gleichzeitig auch noch dieses Mini-Subgenre begründet aus Kids, die in der Vorstadt irgendwas erleben. Und das ist so herzlich. Das ist so gut gemacht und das hält auch noch mit heutigen Standards so gut mit, dass E.T. in so einer Liste natürlich nicht fehlen darf. Aber ich habe mich für den ersten Platz für einen anderen Film entschieden, beziehungsweise eine andere Reihe. Dr. Jones, you're a man of many talents. Natürlich muss Indie an diese Stelle und das passt zu einem Jahr, in dem ein neuer Indie-Film rauskommt. Nun muss man leider mittlerweile Angst haben vor neuen Teilen, aber damals war es so, dass die ersten drei Filme von Indiana Jones jedes Mal ein absolutes Happening waren. Man hatte das Gefühl, jeder Film davon wird immer besser. Mein Liebling ist, glaube ich, der dritte Teil, wobei ich bin mir da immer unsicher. Ich gucke die immer mal wieder alle paar Jahre und merke, jeder dieser Filme hat etwas ganz Besonderes. Diese Mischung aus Abenteuer, eine Hauptfigur, die eigentlich die meiste Zeit durch die Handlung geschubst wird und dann aber trotzdem irre cool ist und dieses Thema Archäologie auf eine Art und Weise aufgreift, die man so auch im Kino noch nicht gesehen hat. Das hat wahnsinnig viele Sachen, wie zum Beispiel Tomb Raider beeinflusst, mit vielen tollen Momenten. Wie diesem einen im ersten Teil, wo einem Nazi das Gesicht wegschmilzt, weil die Bundeslade geöffnet wird. Jeder dieser Filme ist durchzogen mit Szenen, die in die Filmgeschichte eingegangen sind und deswegen muss Indiana Jones an dieser Stelle auf den ersten Platz. Und ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt sagt. Was fehlt hier noch? Was sind eure Lieblingsfilme von Spielberg? Und wenn ihr Fablemans schon gesehen habt, wo würdet ihr den Film in dieser Liste einordnen? So, in den nächsten Tagen geht es weiter hier mit Kritiken. John Wick, Scream, Mandalorian, die Last of Us-Serie ist fertig. Ich habe einiges zu tun in den nächsten Tagen. Deswegen bleibt dran, kommt hier bald mal wieder, denn ich höre nicht auf, so wie Steven Spielberg.